Vielleicht kennst du einen oder andere, aber auf so einem Schreibtisch sammelt sich immer irgendwelches Zeug an, was hier eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Ich habe jetzt natürlich überlegt, ob ich mir einen neuen Schreibtisch baue, aber ich liebe diese Tischplatte so, weil es keine Tischplatte ist, sondern eine Werkbank, die mindestens schon 40 Jahre alt ist und auf der schon damals Schüler werken gelernt haben. Und da ich an dieser Werkbank aka Schreibtisch wirklich hänge, werde ich mir gar keine neue Tischplatte bauen, sondern den ganzen Schreibtisch einfach upgraden. Heißt, du müsstest die ganze Rechner und das ganze Zeug abbauen. Wo schneide ich denn eigentlich meine Videos? Weiß ich gar nicht. Alles abbauen, Schreibtisch runter und dann kriegen wir das hoffentlich hin. Hey, das wird ein Spaß, das alles wieder zusammenzufriemeln. Hey. Aus dem Grund schiebe ich das Projekt nämlich schon ewig vor mir her, weil es 1000 Milliarden Stecker sind. Und das Erste, was wir an diesem Schreibtisch upgraden werden, sind die Füße. Das Ding wiegt gefühlt nur so 600 Kilo, das ist so massive Buche. Also in der Sekunde stellt sich das echt gerade als Nachteil heraus. Boah, ich bin schon wieder total verschwitzt. So, dann grabe mal die Füße ab als Erstes. Als Erstes wird man den Schreibtisch mal höhenverstellbar machen. Dazu habe ich so ein höhenverstellbares Gestell, und zwar das gleiche, was ich schon seit 2 Jahren zu Hause im Einsatz habe. Flexispot E7, mehr Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Wie man sieht, der Aufbau geht ruckzuck. Und deswegen habe ich mich auch für das Ding entschieden, weil es halt auch wirklich stabil ist. Wie gesagt, ich habe das Ding schon 2 Jahre im Einsatz und ich bin damit echt sehr, sehr zufrieden. Und indem ich diese Schrauben jetzt hier löse, kann ich das Gestell auf die Breite meiner Tischplatte einstellen. So, so schaut es nämlich gut aus. Und so schraubt man es nachher auch fest. Das ist jetzt aber nicht das einzige Upgrade. Um ein bisschen Ordnung auf dem Schreibtisch zu haben, baue ich drunter eine Schublade. Das habe ich schon mal gemacht, aber diesmal mache ich es ein bisschen anders und das wird spannend, kann ich euch sagen. Die Schublade darf jetzt logischerweise nicht breiter sein als die Schraubstöcke. Ich habe überlegt gehabt, ob ich die Schraubstöcke wegmache, aber ich finde die einfach cool. Ich brauche sie nie, aber ich finde sie cool und deswegen kommen sie da auch nicht raus. Also ich hätte mal gesagt, so bis hierher können wir ungefähr gehen. Zeichnen wir uns mal hier an. Ich mache es jetzt bewusst nicht auf dem Holz. So, und jetzt kommen wir langsam mal zu der Schwierigkeit, die wir hier haben. Das ist nämlich wirklich ein bisschen blöd. Das zeige ich euch gleich. Aua! Boah, pass bloß auf, ey. Da ist der Finger am Arsch. So, diese Front hätte ich gerne halten. Das ist aber bei dem, was ich vorhabe, nicht möglich. Aus dem Grund werden wir einfach hier unten eine schmale neue Front über die komplette Breite einsetzen. Könnt ihr eigentlich auch noch verhunzen am Schluss, dass hier ein bisschen ähnlich ausschaut. Müssen wir gucken, ob wir da irgendwas hinkriegen. Aber jetzt haben wir hier, jetzt müssen wir da irgendwie mit der Tauchsäge weg. Ach, keine Ahnung, hier sind auch noch Nägel drin. Natürlich absolutes Gift für irgendeine Säge, gell? Hier schaut es aus, als ob irgendein abgebrochener Gewindebohrer noch drin steckt. Und das hat alles ungefähr auf der Sägelinie, gell? Das ist halt alles ungut. Das ist ja 1000 Meter dick. Komme ich da überhaupt durch mit der normalen Säge? Da brauche ich die große. Wo wir schon beim Thema Säge sind, ich habe doch irgendwo diese große Festool mal gehabt. Können wir gleich mal gucken, ob es packt. Oh, eieiei. Ja, ich bin gerade ganz unten jetzt. Ah, wunderbar. Perfekt. Die Frage ist jetzt bloß, wie kriege ich auf der schmalen Kante diese Schiene festgespannt? Ich muss ja die Säge irgendwie führen. Ich kann ja jetzt halt fröhlich Freihand da irgendwie so entlang fräsen. Fräsen vor allem. Sägen, das muss ja irgendwie geführt sein. Keine Ahnung, wie ich das mache. Ja, genau, jetzt geht's da los, hey. Wollt ihr es denn mit der Oberfräse machen? Wollt ihr mit der Oberfräse nicht eine Vertiefung fräsen? Aber wie kriege ich das dann raus hier? Wenn euch eine bessere Lösung einfällt als mir, dürft es mir gerne schreiben. Weil das ist echt oft ein Problem, wenn du eine ganz so schmale Kante hast, auf der du sägen oder fräsen musst. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das jetzt machen wird. Jetzt baue ich mal hier den Anschlag hier zusammen und dann denke ich, dass das mit der Oberfräse kann ich zumindest mal das Material wegfräsen. Jetzt spanne ich aber kurz die Dinger hin, weil der ist schon ein paar Mal schier umkippt.
der Platte, der Tischplatte. Der spricht kein Deutsch. So, jetzt genau, jetzt stellen wir uns ein. Gut, dann versauen wir uns mal Fräse Nummer 1, weil ich sehe hier schon die ein oder andere Schraube auf dem Weg. Nächste Runde. Ich frage mich, warum die ganze Zeit den Boden rumkriege. Ich habe da so einen schönen höhenverstellbaren Tisch. Das speie doch lieber da drauf, hey. Wenn wir schnell den Boden herumkriechen. Ah, ist doch viel besser so. Sechs. Viel besser. Schaut gut aus, würde ich sagen. Besteht aber immer noch das Problem, wie kriegt man das Stück hier raus, das komplette Teil hier. Ich habe schon eine Idee. Habe ich von YouTube den Trick. Ihr habt doch irgendwann so Vorrichtung für die Oberfräse gesehen. Das ist so eine Art Planfräsvorrichtung, die habe ich schon lange mal irgendwo gesehen. Die wollte ich schon lange mal bauen, bloß ich habe nie einen Anwendungsfall gehabt. Aber für sowas ist das wirklich genial. Und vor allem, ihr habt ja gesehen, zwei Resthölzer, dann war die Laube fertig. Kommt also auf jeden Fall in meine Vorrichtungskiste. Ich denke, die wird man das ein oder das andere Mal wieder brauchen. Also so ein Hubtisch, kann ich euch sagen. Ist echt was Geiles. Ich baue ja gerade nebenbei das Boot. Nebenbei, ja. Das Boot muss ja immer das Zeug 24 Stunden trocknen. Das habe ich auch auf den Wagen draufgestellt. Das ist eine super Erleichterung, wenn du alleine bist. Seht ihr ja. So gefällt es mir. Können wir jetzt die Schublade mal konstruieren? Hoppala. Bloß nur die Schublade. Ist alles irgendwie zu klein. Scheiße, muss ich eine neue Platte anfangen oder wie? Jetzt ist das Boot im Weg, oder? Wie gesagt, die machen wir auf Gärung. Das geht am schnellsten. Müssen wir nicht groß was ausmessen. Habe ich extra einen Schlitten, der nur für Gärungen ist, weil es wird ja schräg. Sägt sie dann hier rein. Das schaut doch gut aus. Und den Boden, den lassen wir jetzt ganz einfach in einem Falz ein. Im Übrigen, gell? Für den Fräsanschlag gibt es übrigens für die Leute, die interessiert sind, eine detaillierte Bauanleitung.
Also ich muss sagen, ich mag den Fräsanschlag wirklich sehr. So, wenn ich jetzt einen Falz habe, stellt sich natürlich die berechtigte Frage, wie kriege ich jetzt das genaue Maß für meinen Boden raus? Ich habe mir da jetzt gerade was überlegt, das schauen wir jetzt mal. Ein sogenannter Rahmenspanner, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung für alle, die das haben wollen. Kann ich euch mehr als empfehlen, das Ding ist, wie ihr gleich sehen werdet, ultra praktisch. Jetzt ratsche ich hier und das verspannt sich. So, jetzt kann ich es theoretisch auch hochheben und jetzt kann ich meinen Boden zusägen und einpassen. 765 mal 485. So, erster Versuch. Aber ich denke, da dürfte jetzt nicht viel brauchen. Ich habe dem Leim natürlich genügend Zeit gegeben, abzubinden. Also nicht quasi. Wenn ich jetzt nicht alles grundlegend falsch gemacht habe, müsste die Schublade da mal problemfrei reingehen. Ja, wunderbar. Mensch. Sehr schön. Jetzt ist aber das Thema, wie ihr seht, wir haben keine Front. Wir haben ja hier die Vertiefung gefräst. Das heißt, wir müssen jetzt eine neue Front machen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob die Front ein komplettes Stück wird, die wir rausziehen, oder ob das hier einfach ein Schlitz, wie sagt man? Ein Schlitz? Nee, ja, ihr wisst, was ich meine. Ob hier ein Spalt drin ist. Jetzt machen wir erstmal die Leiste, dann schauen wir mal. Lass mich raten, das passt genau nicht. Da könnt ihr was wetten. Nee. Na gut, müssen wir halt ein neues anfangen. Es ist schon wieder so unsagbar heiß. Weißt, eigentlich sollte man sich nicht beschweren, ja, über die Hitze. Aber es gibt halt auch zu viel. Der Schnitt ist leider überhaupt nichts geworden. Der ist total verlaufen. Ja, wobei, ach, Scheiße. Könnte vielleicht doch was werden. Aber ich werde es auf jeden Fall in mehreren Teilen machen. Ich werde nicht ein durchgehendes Stück machen, das ist Quatsch. Ja, ich mach zwei Teile, also halt drei Teile. Die Schublade extra. Guck mal, dass der Faserverlauf auch stimmt. Darauf kommt es mir nicht an, dass das eine durchgehende Faser ist. Ja, millimetrisch, fast zu viel. Fast zu viel. So, und das müssen wir jetzt hier irgendwie fixieren. Ich hätte es mal gesagt, wir leimen das. Ja, dann kann man den Spalt da oben, den die Schublade hat, hier auch lassen. Dann ist es nämlich nicht so krass auffällig. Die Frage ist nur, nehmen wir da jetzt normalen Leim oder nehmen wir da PU-Leim, der ein bisschen aufquillt, weil ich jetzt hier keine Ahnung habe, wie viel Spalt. Man sieht, es wackelt ein bisschen. Also wenn ich es in der falschen Position hinklebe, wäre es auch scheiße. Ich glaube, wir nehmen dann am besten PU-Leim. Das erscheint mir die beste Variante. Hoffentlich geht der Leim nur, der trocknet nämlich auch so schnell ein. Das letzte Mal, wo ich den benutzt habe, da war der schon fast
Oh, der hört sich auch schon wieder eingetrocknet an. Schauen wir mal, ob wir... Ja, gut, wisst ihr, das kommt noch. Aber man hört sich ja innen drin knacken. Ja, der hält jetzt nicht mehr allzu lange, der Leim. Ich bin jetzt kein Freund von Einhandzwingen, aber in dem Fall wieder mal klassischer Einsatzzweck. Ihr habt bloß eine Hand frei, Einhandzwinge hin, fertig. Ja, genau. So, hier sieht man schon, wie der Leim schäumt. Muss ich gerade gucken, dass ich den Abstandshalter nur woanders hinsetze, dass es den nicht mit einleimt. Wenn der Leim dann etwas später abgebunden hat, sehen wir gleich, warum so ein aufschäumender Leim echt gut ist. Der ist nämlich spaltfüllend. Den Spalt kratzen wir gleich wieder frei, den wollte ich ja. Aber unten drunter haben wir ja gesehen, dass das Teil leicht wackelt. Und jetzt konnte ich das in die Position oder in der Position fixieren, in der ich es brauchte. Und jetzt ist es eben auch bündig mit dieser Fläche hier. Also so ein PU-Leim ist auf jeden Fall in der einen oder anderen Situation ein guter Helfer. Und wie man sieht, lässt sich auch ganz einfach wegschneiden, so wie so PU-Schaum auch. So, hier versauen wir die Kante noch ein bisschen, dass es jetzt nicht allzu krass auffällt, dass es nachträglich hinkommen ist. Dann öle ich den Tisch noch und hier gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. Meine Empfehlung ist Hartöl und kein Hartwachsöl. Das hatte ich vorher schon auf dem Tisch. Das Problem mit Hartwachsöl und Tischen ist nämlich, dass sich die Wachsschicht bei dem Hartwachsöl, die leicht glänzt, als erstes auf dem Tisch abnutzt und dann matte Stellen auf dem Tisch hinterlässt. Heißt, du musst halt öfter nachpflegen, damit diese matten Stellen nicht auffallen. Hartöl auf der anderen Seite hinterlässt keine Wachsschicht, die Oberfläche ist matt und muss auch so selten nachgepflegt werden und der Tisch schaut immer super aus. Das ist halt meine Erfahrung, da ich schon den ein oder anderen Tisch mit Hartwachsöl eingelassen habe und immer die gleichen Erfahrungen gemacht habe. Seitdem nehme ich für stark strapazierte Flächen, wie zum Beispiel Tische, gerne Hartöl. Das Ding ist so unglaublich schwer. Ah. Ah. Geil muss es sein, auf dem Sofa zu liegen und es da ganz gechillt zuzuschauen, während ich mir den Arsch abschwitze. Es hat hier gefühlt 60 Grad hier drin. 60 Grad mindestens. Jetzt kann ich mich endlich diesen Stuhl wieder verwenden, den ich mir damals extra gekauft habe, dass ich einen geraden Rücken habe, weil bei normalen Bürostühlen, das werden vielleicht viele von euch kennen, sitzt man automatisch irgendwann, ich übertreibe, so dran. Und es ist für den Rücken halt Gift, wenn du wirklich viel am Schreibtisch sitzt. Wo wir auch schon beim Thema Rücken sind, hier kann man jetzt die Höhen einprogrammieren. Ich habe mir jetzt hier zum Beispiel die Sitzhöhe schon einprogrammiert und die Stehhöhe. Da drücke ich einfach nur drauf und dann stellt der Tisch die festgelegte Höhe ein. Also ich kann das natürlich bestimmen, welche Höhen kann es einspeichern. Und stehen ist natürlich das Allerbeste für den Rücken. Ja, es gibt dann glaube ich auch noch so Fahrräder, da gibt es glaube ich auch von Flexispot so ein Fahrrad und so ein Laufband. Kann man machen. Bin ich jetzt nicht so der Typ dafür, muss aber gestehen, ich habe es auch noch nie ausprobiert. Also das ist wirklich super gut zu stehen. Allerdings muss ich gestehen, ich stehe tatsächlich an meinem Schreibtisch nicht so viel. Ich bin dann tatsächlich eher der Sitztyp. Und jetzt kommen wir zu der Thematik, die wird wahrscheinlich auch ganz, ganz viele von euch interessieren. Die Schublade habe ich ja dazu gemacht, dass ich meine ganzen Sachen jetzt hier reinlegen kann. Aber wie ihr seht, ja, das rutscht durcheinander. Und das Letzte, was ich möchte, ist, ich lege mir hier was schön hin, mach's zu, mach's auf und alles ist wieder unordentlich. Das heißt, ich möchte euch jetzt zwei, drei Tipps geben, wie ihr euch eure Schubladeneinteilungen, eure Schubladen generell mit zu kleinen Teilen organisieren könnt. So, Variante 1 ist, ihr legt natürlich alles einfach lose rein, kann man machen, bin ich kein Freund davon. Variante 2, ich kann mir jetzt hier so Schubladeneinteilungen bauen. Dann nehme ich einfach ein Holz, mache hier Nuten rein und schiebe Hölzer rein und kann mir das dann flexibel einteilen, wie ich es haben will. Nachteil, wenn ich jetzt hier eine Kleinteile habe und ich will die rausnehmen, dann muss ich die Teile selber nehmen. Und deswegen habe ich mich wieder mal für so Einsatzboxen entschieden. Die gibt es zum Beispiel von Our Packaging. Der große Vorteil ist nämlich, wenn ich jetzt hier irgendwas drin habe, was ich rausnehmen will, kann ich die ganze Box rausnehmen.
Wichtig zu wissen, made in Germany, und ihr könnt ab ein Stück bei Our Packaging die Dinger bestellen. Und die sind halb so günstig wie im Baumarkt. Müsst ihr mal gucken, also die Dinger sind wirklich schweinegünstig. Aus dem Grund nehme ich mittlerweile diese Einsatzboxen super, super gerne. Ihr habt ja mittlerweile meine kompletten Schubladen organisiert, aber wie ihr euch auffällt, rutschen diese Boxen auch durch die Gegend. So, und was jetzt richtig cool ist, da gibt es diese Plastikteile, die haben diese Nübbels drauf, wie diese Boxen hier unten auch. Das heißt, ich kann mir jetzt hier diese, wie nennt man das, Bleche, sind es ja keine, Plastikteile, ach was ist, ihr wisst ja, was ich meine, kann ich mir jetzt hier reinlegen, wenn es geht. Dann kann ich hier meine Einsatzboxen draufstellen und dann rutschen die nämlich nicht mehr durch die Gegend. So, das feiere ich nämlich auch hart. Wie schon gesagt, ich habe mittlerweile meine ganzen Schubladen so organisiert, weil ich eben diese kleinen Teile dann in der Box rausnehmen kann. Die kann ich euch wirklich mehr als ans Herz legen, Leute. Das ist eine Anschaffung, die tätigt man einmal, die hat man sein ganzes Leben. Ich feiere diese Dinge wirklich, wirklich hart. So, mehr Infos zum Flexi-Spot Schreibtischgestell E7. Jetzt, ich habe es ungefähr 10-mal sagen müssen, bis ich es in einem Satz rausgekriegt habe. Und diese Auer Einsatzboxen, für die Leute, die es interessiert, ich habe euch zwei Links in der Videobeschreibung eingestellt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt wirklich sehr, sehr froh, das Projekt abgeschlossen zu haben, weil ich es schon sehr, sehr lang von mir hergeschoben habe und ich es jetzt endlich gemacht habe. Jetzt kann ich euch noch mein letztes Video empfehlen. Das ist das hier, oder ihr geht zum Let's Bastel Shop. Da findet ihr ganz viele Heimwerker, Schritt-für-Schritt-Bauanleitungen und meine Werkzeuge. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis die Tage. Servus.